Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Valhalla. Wir haben beim letzten Mal hier die Schlacht geschlagen mit... Na gut, ruhen wir uns aus. Oh, hi. Die Schlacht geschlagen mit Heming, mit Jarl Heming und seinem Sohn Vili, mit dem wir uns jetzt hier treffen sollen, damit wir mal kurz ausreiten und ein bisschen mit ihm reden. Vili. Da bist du ja. Komm, reite mit mir zu den Wasserfällen. Sie sind Freyas Geschenk an diese schonungslosen Lande. In Ordnung, aber wenn ich von ihrem Anblick nicht ohnmächtig werde, hast du stark übertrieben. Du kämpfst mit beeindruckendem Können, muss ich sagen. Ich war ein guter Lehrmeister. Du lehrtest mich, gegen leere Luft zu fechten, Vili. Gegen Bäume und Schneewehen. Nein, ich bin mir ganz sicher, ich habe dich vor einer Schneewehe gerettet. Und vor einem mörderischen Baum. Ich erinnere mich sehr gut. Jedem, der einen Baum mörderisch nennt, wurde einmal zu oft gegen den Schädel geschlagen. Schön. Der Turm dort. Er erinnert mich an die kaputte Mauer in Nordwege, an der Straße zu meinem Onkel. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich an die beißende Winterkälte, als wir stundenlang Zuflucht vor dem Wind suchen mussten. Deinetwegen steckten wir dort fest. Auf der Suche nach den Hühnern, die du vor dem Julfest freigelassen hast, wenn ich dich erinnere. Mhm. Es ist schön, wieder mit dir zu reiten, Stockarsch. Ich sagte dir doch, das sollte ein Drachenschwanz sein. Ich sah nur einen kleinen Holzzweig. Kein Drachenschwanz. Muss ich dich an deine eigenen enthüllten Abenteuer in den nächtlichen Straßen von Stavanger erinnern? Eivor hosenlos, den Kopf vollgesogen mit Met und die vielen Taschen voll Kotze. Ein Drachenschwanz sicher, also. Sicher, dass du wie Met meines Vaters willst? Fürchtest du dich nicht, dass du nackt mit dem Gesicht im Schlamm vom Schweinestall aufwachst? So nennst du also dein Haus? Ha! Okay, ja. Ich dachte, wir treffen uns bei dem Turm. Eigentlich. Naja. Stammbuch. Hat Vater nicht Trick wie dorthin geschickt, um zu helfen? Los, schnell! Her! Wer zuerst da ist? Natürlich. Eivor! Was ist geschehen? Ich kam zu spät, um es aufzuhalten. Die Pikten legten Feuer und verschwanden. Die wollen uns reizen. Es sitzen noch mehr Leute in der Falle. Befreie sie, Eivor. Versorge die Verletzten. Wir holen sie raus. Dreht! Wir können fliehen! Okay, wo denn? Es gibt noch mehr Leute zu retten. Uns läuft die Zeit davon. Ich krieg die nicht angezeigt. Das ist das Problem. Hier drin? Hier gibt es keine Überlebenden. Anderswo vielleicht aber schon. Okay, da oben. Schön. Ihr müsst mir die anzeigen, Leute. Ich finde die sonst in dem ganzen... Oh, natürlich. Oh, ich hasse es. Du
Jetzt geh auch richtig hier raus, komm. Hier lang. Und raus. Vielen Dank, Drenger. Danke. Beeilung! Beeilung! Bring dich in Sicherheit! Bitte! Jemand muss meine Familie retten! Wir sind hier drin! Bitte meine Frau! Nicht mich! Oh, geliebte Hilda! Warum? Ich kann ohne dich nicht weiter. Oh, shit. Wie soll ich je ohne dich sein? Es gibt nichts, das du tun kannst. Bring dich in Sicherheit. Okay, das wäre jetzt also wirklich so eine Entscheidung gewesen. Entweder er oder sie. Sehe ich das richtig? So, das haben wir. Aber hier sind doch noch... Was? Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Also einen muss es hier auf jeden Fall noch geben. Vielleicht hier. Hi. Sieht eher schlecht aus. Ja, das hier ist der Wall. Mach schnell, bitte. Und raus hier, komm. Lass deine Habe hier. Lauf zu Trückvi. Bei ihm bist du sicher. Eivor! Eivor, wo bist du? Komm her! Ist der immer noch hier unten? Alter, wo ist der denn? Dann zeig mir das doch an. Lili! Lili, antworte mir! Wo bist du? Wo ist der? Ach da. Wir müssen einen Weg freiräumen. Ich hole den Mann, Eivor. Trag du die Frau. Heute bleibst du noch hier. Dem Allvater sei Dank. Halt dich an mir fest. Ich bring dich raus. Was? Du musst anonym bleiben? Ja, wieso schickt ihr mir denn einen vorbei? Was zur Hölle? Oh, danke, Willi. Vielen Dank. Nur deinetwegen. Atme ich noch. Ich dachte schon, ich müsste dich retten, Willi. Wäre ich gestorben, dann wäre es meine Zeit gewesen. Mein Schicksal wurde bereits gesponnen. Es tut mir leid, aber du darfst dein Leben nicht so aufs Spiel setzen, mein Herr. Du hast Menschen zu führen und eine Zukunft zu bedenken. Der alte Mann ist weise, Willi. Du trägst die gesamte Bürde dieses Clans auf deinen Schultern. Mein Vater trägt diese Last. Ich bin fürs Kämpfen und Feiern zuständig und in beidem unübertroffen. Wie schön, dass du mir wieder den Rücken frei hältst, Eivor. Siehst du, womit ich es zu tun habe? Der Verstand eines Trolls im Körper eines Aesir. Immer noch derselbe Stockarsch wie in Kindertagen. Ich werde mich nie ändern. Für so etwas haben wir keine Zeit, ihr beiden. Hier liegen viel zu viele Verwundete. Das ist dein Bereich, Trückvi. Ich möchte nicht an einem Nachmittag als Retter und als Heiler gesehen werden. Die Wasser des Kinderfalls werden meine Wunden pflegen. Ich bin dort, falls mein Vater mich braucht. Willi, warte. Eivor, warte einen Moment. Jarl Heming hat sich dir anvertraut?
Wegen seiner Gesundheit? So ist es. Er sagte, Vili nehme es nicht an. Vili lebt zurzeit in einer völlig anderen Welt. Er ist innerlich zerbrochen und will sich der Wahrheit, die vor ihm liegt, nicht stellen. Und wie geht es dir? Bist du gewappnet für das, was kommt? Ich habe meinen Frieden mit der Zukunft gemacht. Ja. Sorge für die Verwundeten hier. Ich werde selbst mit Vili sprechen. Okay, also ich weiß, wen ich auf jeden Fall nicht wählen werde, wenn es mal soweit ist. Wenn er schon sagt, er wird sich nie ändern, dann tut's mir leid. Also, dann wird der auch nicht zum Jarl gewählt. Ganz ehrlich und ganz einfach. Ja. Und ich hänge hier gerade fest. Pferd, wir sehen uns oben. So. Der Kinderfall ist wunderschön. Vili hatte recht. Wo er wohl ist. Vielleicht da unten beim Feuer. Kann jetzt schon voll sein. Eivor, du hast mein Geheimversteck gefunden. Geheim. Du musst taub sein, um dich nicht singen zu hören. Dein Geblöke könnte die Toten aufwecken. Diese Scharmützel mit den Pikten haben dir zugesetzt. Ganz und gar nicht. Je mehr Narben, desto besser kann man prahlen. Sieh meinen Vater an. Ein schlachterprobter Krieger, wie eine aufgeschlitzte Ziege am Spieß. Das Bild würde ich gerade nicht verwenden, bei seinem Zustand. Prächtige Wasser, nicht wahr? Sie trösten und heilen. Sie sind Freyas Geschenk an die Menschheit. Vili, du kannst das nicht verdrängen. Dein Vater stirbt. Wenn er zur Halle der Toten aufbricht, wirst du seinen Platz einnehmen, wie man es erwartet. Der Wechsel in diesen durchtränkten Norden zermürbt mich, Eivor. Zu warm fürs Winterleben, zu kalt für den Sommer. Ich hörte, Mercia wäre milder. Dichte Wälder, strahlende Farben, lebendige Gewässer. Sieht es so in deiner Siedlung aus? Du wendest dich gegen den Brauch, Vili. Der Sohn folgt seinem Vater nach. So war es immer. Eivor. Ich habe meine Gründe, warum ich dich als Jarl sehen will. Der Rabenclan braucht Freunde in Englerland. Und du bist einer meiner Besten. Um dieses Bündnis zu sichern, muss ich aber nicht führen. Du und Sigurd werdet hier geliebt. Dein Vater stirbt, Vili. Jetzt ist die Zeit, dein Heim darauf vorzubereiten. Es ist nicht mein Heim. Es ist das des Clans. Und der Clan wird entscheiden, wie es weitergeht. Du kannst im Guten mit deinem Vater auseinandergehen. Dieses Geschenk war mir nicht vergönnt. Wirf es nicht weg.
Willi, komm schnell! Da kennen aber viele das Geheimversteck. Noch ein Angriff? Dein Vater! Er hat nicht mehr lange. Komm schnell zum Langhaus. Ja, Heming ist auf der Schwelle des Todes. Ich muss ihn sehen, bevor er sie überschreitet. Jo, auf dem Weg. Ich glaube, Willi findet seinen Weg schon alleine, ne? Ist ja schon groß. Aber nochmal zum Thema Geheimversteck. Er sagt halt Kinderfall. Oder Kinderfälle, wie auch immer. Und hat dann fettes Feuer an. Also, naja. Aus dem Weg, ihr Narren! Euch beide wieder so zusammenzusehen, erinnert mich an früher. Ich fühle mich gleich wieder jung. Bewahre dir dieses Gefühl und nimm es mit dir in die Halle der Gefallenen. Eine große Kriegerin und Anführerin bist du geworden, Evo. Man wird von dir singen. Ich hatte viele gute Lehre, Jarl Heming. Dich vor allem. Ich bitte dich nun, lass meine Lehre nicht sterben. Gib sie weiter. Die Seherin ist auf dem Weg, Vater. Sie wird dir helfen und bringt Heilmittel und Seda. Hiermit hielt ich dich, Willi. In einer stolzen Hand. Als du gerade aus dem Leib deiner Mutter gekommen warst, ich sah dich aufwachsen. Ein Junge mit dreckigem Haar, der Stöcke schwang und durch den Schlamm rannte, von Ruhm träumte. Stolz darauf, was aus dir geworden ist, mein Sohn. Und ich bin stolz auf den Mann, der aus dir werden wird. Egal was. Vater. Bereiten wir die Bestattung vor. Ich rufe meinen Clan. Und du, die Edelinge des Schiers. Thank you.
Die Edelinge treffen nach und nach ein. Tryggvi braucht jetzt unsere Hilfe. Wir werden am Scheiterhaufen sein, der das Dorf überblickt. Wir haben noch Briefe und Sachen zum Einsammeln. Einer besseren Zukunft entgegen. Vili, ich bete, dass du dies findest, nachdem ich fort bin. Ich sah dich aufwachsen in all den Jahren, die wir zusammen verbrachten. Ich weiß, du wirst ein großer Jarl sein. Vergib mir also diese letzte Sache, die ich im Dienst deines Vaters tun muss. So, wir vergessen auch mal den Fakt, dass in der Cutscene gerade die Leiche nicht da lag und jetzt lag sie da. Sünen, leite mich. Okay. Odins... Was? Odins Schild? Ich bin so schlecht darin, das alles hier richtig zu lesen. Aha. Hier wird gelästert. Seine Reise zu den Hallen wird von lodernden Flammen eingeleitet. Eivor. Drenga. Sunifa, danke für dein Kommen. Ah, der Anblick alter Freunde tröstet mein Herz. Wir kamen so schnell wir konnten. Mit Geschenken für Jarl Heming. Die Festlichkeiten werden viele Tage andauern. Wann können wir beginnen? Der Scheiterhaufen ist aufgeschichtet und unsere Gäste wurden angemessen begrüßt und untergebracht. Wir können jederzeit beginnen. Gut. Ausgezeichnete Arbeit, Tryggvi. Ich habe Jarl Heming mein Leben verschworen. Es gibt nichts, was ich nicht für ihn tun würde. Das Alting muss nach Ablauf dieser Woche und nach dem Begräbnis abgehalten werden. Die Edelfreien des Schiers werden Vili zum Jarl des Clans ernennen. Das setzt voraus, dass sie nach einer Woche des Trinkens und Trauerns wieder nüchtern sind. Das wird ein wunderbares Begräbnis. Vater wird von hier aus seine Lande gut im Blick haben. Die Flammen werden hoch und hell strahlen, sodass der gesamte Schier es sieht. Gut gemacht, Tryggvi. Das war sein Lieblingsort in diesem Schier. Ich schätze, wir sollten anfangen. Unsere Gäste benötigen Aufmerksamkeit. Ich werde dich später aufsuchen, um dich vor ihnen zu retten, wenn der Met sie durchweicht hat. Du bist ein Geschenk der Götter, Eivor. Danke. Tryggvi ist Hemtorps Fels in der Brandung. Solange er da ist, kann die Stadt ihren Frieden wahren. Er ist ein guter Mann. Ich muss kurz weg, Eivor. Ich möchte etwas für meinen Vater holen. Ein Geschenk. Wann hattest du denn Zeit, eine Totengabe zu fertigen? Eigentlich hatte ich gehofft, es ihm im Leben zu geben. Du musst es sehen, um es zu glauben. Ich brachte ein Geschenk vom Rabenclan. Es ist im Wachturm am Rand von Hemtorp. Sehr freundlich, vielen Dank. Ich würde es gern sehen. Ich sollte mir das Geschenk zuerst ansehen. Es muss Jarl Hemings würdig sein. Ich sehe eine schwere Last in deinem Blick, Eivor. Was bekümmert dich? Heming bat um meinen Rat, bevor er starb. Er wollte meine Meinung zum zukünftigen Anführer des Clans hören. Das wäre Vili, nicht wahr? Dem Brauch nach, ja. Tryggvi hat mir aufgetragen, der Seherin mit den Opfern zu helfen. Könnten wir mit ihr sprechen, um deinen Geist zu beruhigen? Das ist eine gute Idee. Doch lass mich allein gehen.
Stellt Späher um das Dorf herum auf. Die Menschen hier müssen in ihrer Trauer sicher sein. Der Sand verrinnt, abgeschlossen. So, und ich glaube, wir sollten langsam mal wieder Fertigkeitspunkte verteilen. Schon 6 Stück. Wir müssen sowieso mal ins Questmenü gucken, von daher alles okay. Das passt. Okay, was machen wir zuerst? Eivor Eivor ist nicht sicher, wer den besseren Jarl abgeben würde und sucht Rat bei der Seherin. Die Totenfeier läuft aus dem Ruder, Trickvie bittet Eivor um Hilfe dabei, die Gemüter zu besänftigen, oder mit einer Grabbeigabe in der Hand sucht Eivor einen ausgestoßenen Handwerksmeister auf, um ein letztes Geschenk für Jarl Heming zu schmücken. Ich glaube, das sollten wir machen. So, ich weiß jetzt nicht, ob du mein Pferd bist. Du bist mein Pferd. Das war jetzt wahrscheinlich super unnötig, weil wir eh wieder rein müssen. Okay. Diesen Wachturm meinte sie also. Ein ausgezeichneter Schild, Sunifa. Auf Gunnars Handwerkskunst ist Verlass. Hier, vom Rabenclan. Ein beeindruckender Schild. Er ist gut, doch ihm fehlt noch eine Sache. Etwas Persönliches für deinen Vater. Ein Siegel, denke ich. Ein Zeichen, das ihn schmückt. Wir brauchen einen Künstler. Gibt es einen in diesem Dorf? Ich kenne einen. Er wurde verbannt, seine Arbeiten sind jedoch meisterlich. Er lebt in der Gipfelhöhle. Ich würde dich selbst hinbringen, aber ich muss Isbjörn finden. Isbjörn? Den Speer deines Vaters? Führte er ihn nicht in Ulkertorp? Er verlor ihn vor einigen Wintern auf einer Bärenjagd. Das Biest wurde schwer getroffen, aber der Speer blieb stecken und der Bär floh in den Wald. Und nach all diesen Wintern hoffst du ihn wiederzufinden und dem Feuer zu übergeben? Das klingt schon etwas unwahrscheinlich. Sorge dich nicht. Ich habe ein Gespür für solche Dinge. Suche den Verbannten auf. Er kümmert sich um deinen Schild. Okay. Ich finde den Mann trotzdem ein bisschen merkwürdig, sagen wir es so. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so das Material ist für einen Jarl. Das Material quasi. Ne? Man kennt es. Sünen. Sie für mich, Sünen. So, er lebt in der Höhle, hat er gesagt, ne? Ja gut, ich denke mal, das sollte eine Höhle sein. Gipfelhöhle. Das muss die Höhle sein, von der Willi sprach. Und hier soll jemand leben. Noch dazu soll hier jemand leben, der handwerksmäßig richtig begabt ist. Die Frage ist natürlich auch, warum der verbannt wurde, ne? Weil man verbannt ja niemanden so zum Spaß.
warte mal, wir kommen da lang. Achso. Ups. Der Verbannte muss die Einsamkeit schätzen, dass er in solch einem Loch wohnt. Naja, hier nervt ihn halt zumindest so schnell erstmal keiner. Ne? Also, ganz ehrlich, wer nimmt den Weg schon auf sich, wenn er nicht gerade Eivor heißt? Hi. Odins Bart. Es ist wahrlich nicht leicht, dich zu finden. Jarl Heming ist tot. Mir wurde gesagt, du wärst ein Meister deiner Kunst. Dieser Schild soll so geschmückt werden, dass er Leben und Tod Jarl Hemings würdigt. Die Steine. Jarl Heming besaß eine ruhige Hand und ein ruhiges Herz. Kannst du das auch von dir behaupten? Oh nein. Ernsthaft? Jetzt wird man dazu gezwungen. Okay, ist aber nicht so hoch. Was für ein Mist. Okay. Das in dieser Zeit auch gehen. Jarl Hemings Herz geriet nie ins Wanken. Ja, Hemings Herz war so standhaft, wie es groß war. Du hast mir noch nicht geantwortet. Erfüllst du meine Bitte? Wie bleibt er dir in Erinnerung? Mit seiner Entschlossenheit, die Sicherheit und den Ruhm seines Volkes zu bewahren. Das Zeichen des Wegvisier. Niemals den Weg verlieren. Hast du deine Wahl getroffen? Ja, ich wähle dieses. Ich werde anfangen. Bist du hier gelandet? Schicksal. Ich wurde zum Tode verurteilt. Zu Unrecht, fand ich. Doch ein Mann wurde getötet. Jarl Heming wünschte, dass ich lebte. Die Menschen im Dorf nicht. Mein Augenlicht und Verbannung. Das war die Einigung. Ich danke dir dafür. Nimmt sein Sohn seinen Platz ein? Das ist Vilis Entscheidung. Vili hat keine Wahl. Das Schicksal steht längst fest. Unser Geschenk hätte Heming erfreut. Ich frage mich, ob Vili sein Speer gefunden hat. Das frage ich mich auch. Und ich frage mich vor allem auch, ob es hier irgendwas noch zum Sammeln gibt. Aber zum Lesen. Wenn du dies liest, lass den guten Einsiedler in Ruhe. Och, wie nett. Obwohl, der Brief hat es hierhin geschafft. Das heißt, derjenige kam doch noch hierher.
Und wieder draußen. Okay. Dann, die Totenfeier läuft aus dem Ruder oder erst zur Seherin, bitte. Sehen, was du siehst. Okay. Ich glaube, wir könnten hier tatsächlich richtig sein. In der Lage sein, die Führung zu übernehmen? Jetzt, da Jarl Heming fort ist. Ich mach den Punkt hier trotzdem erstmal weg. So. Nein. Hallo. Du bist die mit dem Wolfsmal, der Rabe der Schlacht. Dein Ruhm wächst mit jedem Mondschein. Ich kämpfe mit der Wahl, die Heming mir überlassen hat. Ich brauche deinen Rat dafür. Ein Opfer ist nötig, bevor der Scheiterhaufen brennt. Viele Schafe am Grund des schlummernden Jötun. Folge mir! Die sind mir ja immer so ein bisschen suspekt, die Seherin. Ja, Schafe. Oh, tatsächlich. Kommt, Tiere. Ihr sollt den Göttern dienen und sie ermuntern, unseren geliebten Jarl Heming mit Ale und offenen Armen willkommen zu heißen. Oh, die kommen sogar mit. Krass. Hast du die Gabe der Weissagung, Seherin? Kannst du enträtseln, was bevorsteht? Ich sehe, was gesehen werden muss, wenn nötig. Eine große Gabe. Eine große Last. Befragte Jarl Heming dich oft? Konntest du seine Sorgen zerstreuen? Ja, wir sprachen häufig. Doch ging er meist mit mehr Bürden, als er gekommen war. Er sorgte sich um die Zukunft seines Clans. Darüber, wer Jarl sein würde. Sprich weniger. Unsere Worte sollen keine heimsuchenden Geister anlocken. Wie du wünschst. Da oben ist natürlich wieder ein Synchropunkt. Vielleicht können wir den machen, nachdem wir hier fertig sind. Seherin, ich... Dein Herz ist ruhelos, dein Geist umwölkt. Du suchst mehr als die Zusicherung guter Omen. Ich suche die Weisheit der Götter. Du willst wissen, wer dem Clan besser als Jarl dienen würde. So ist es. Die Entscheidung zwischen Vili und Trügvi ist nicht klar. Wir stehen im Schatten des Riesen, des großen Bewahrers von Geheimnissen. Hier, ein Schluck der widerhallenden See. Steige den schlummernden Jötun hinauf. Nimm die Wasser zu dir. Gehe auf dem Gipfel in dich. Suche die Antworten auf deine Fragen nicht. Sie werden dich finden.
Okay, Trank der Seherin. Das heißt, wir müssen jetzt da eh hoch. Naja, Gipfel ist halt ganz oben, ne? Also theoretisch müssten wir richtig sein, wenn wir einfach zum Synchropunkt gehen. Ich jetzt auch zum ersten Mal gleich das Meditieren-Feature benutzen. Was einem immer angezeigt wird in diesem Menü, wo man auch das Schiff rufen kann oder den Raubzug starten kann. Da steht ja auch Meditieren. Komm schon. Hoch mit dir. Der Gipfel. Um eine Antwort zu erhalten, sollte ich meinen Geist leeren, mein Herz beruhigen. Sprich... meditieren. Fleische. Warum hast du Odins Halle nicht erreicht? Bei Zeiten werde ich das. Wenn die Flammen den Scheiterhaufen verschlingen, reite ich auf dem Rauchpfad zur Ruhmeshalle des Allvaters. Ich bin dankbar dafür, dich noch einmal zu sehen, Jarl. Ich kämpfe mit der Aufgabe, vor die du mich stelltest. Deinen Erben zu wählen, ist nicht leicht. Der eine wird geliebt, doch will die Aufgabe nicht. Der andere ist für die Aufgabe gewappnet, doch mag das Volk ihn nicht. Im Leben konnte ich dir keinen weiteren Rat geben, Eivor. Und so kann ich auch im Tod nur schweigen. Vergiss weisen Rat und kluge Überlegungen. Was ist es, das dein Herz dir sagt? Mein Herz steht still. Es redet nicht. Das sollte nicht meine Entscheidung sein, Heming. Es war immer deine Wahl. Du warst ihr Anführer. So wie Sigurd dein Anführer ist. Doch das stillt deinen Durst nach Ruhm nicht. Und so begehrst du seinen Platz an der Spitze deines Clans. Ich will Sigurd nicht ersetzen. Die Nornir spannen unser Schicksal vor langer Zeit. Wir folgen nur den Fäden. Doch du siehst es nahen und heißt es willkommen. Soll ich meinem Schicksal dann entsagen? Den Pfad zum Ruhm verlassen, auf dem ich wandle? Nein, du sollst bei seiner Verteidigung sterben. Oh Gott, Alter. Das war jetzt überraschend. Wie denn dann? Oh, okay. Du bist zu früh, Jarl Heming. Das Schicksal deines Schiers ist ungewiss. Unentschlossenheit macht deine Klinge stumpf. Du führst jetzt Kriege an. Zögere nie. Du hast gezögert, Jarl Heming.
Du! Deswegen solltest du mir glauben. Vertraue auf dein Urteil. Wo ist der hingefallen? Tor verleiht mir Kraft. Autsch. Alter. War's das? Nö. Jetzt landet der nicht mal. Heming. Ich wollte das nicht. Bereue nichts, Eivor. Du hast mir den großen Schlachtentod gegeben, den ich im Leben suchte. Du alter Fuchs. Hast du mich deswegen angestachelt? Von Blut und Göttern. Sehen wir den Punkt direkt mit. Und ich bin mir schon wieder so verdammt unsicher, wen wir da wählen sollen. Aber ich glaube, das soll man auch sein, oder? Also... Dann bitte einmal so. Aber ein schöner Kampf so an sich, muss ich sagen. Auch noch mit der Option, dass er halt da runterfallen kann und dann extrem viel Schaden nimmt. Ach so. Warte mal, jetzt können wir doch miteinander reden, bestimmt. Nochmal. Sahst du, was du sehen musstest? Das habe ich. Mehr als genug. So, dann helfen wir Trickvi nochmal. Ich hoffe, der braucht nicht allzu viel Hilfe, die super viel Zeit beansprucht.